Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Toni-Box bedienen und natürlich auch die Toni-Figuren richtig benutzen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Toni-Box und auch mein Kreativ-Toni habe ich in einem extra Video schon einmal eingerichtet und nun möchte ich meine Toni-Box erst einmal anschalten. Hierfür einfach eines der beiden Ohren für einen kurzen Moment drücken und dann sollt ihr oben nämlich auch schon die LED anfangen grün zu leuchten. Wir hören es vom Ton her auch. Und aktiv können wir unsere Toni-Box jetzt übrigens nicht ausschalten, denn das funktioniert einfach so, dass wenn wir diese 10 Minuten lang nicht benutzen, dann geht sie von automatisch aus oder wenn zum Beispiel auch das Hörbuch seit 10 Minuten aus ist. Unsere LED leuchtet durchgehend grün und jetzt kann ich meinen Toni einfach mal hier oben drauf stellen. Dann beginnt das Ganze nämlich auch schon automatisch zu spielen und sobald ich ihn wieder runternehme, wird die Musik unterbrochen und wenn ich ihn wieder drauf stelle, dann geht es bei der entsprechenden Stelle einfach wieder weiter. Die Lautstärke lässt sich anschließend über diese beiden Ohren hier regeln. Das kleinere Ohr ist zum leiser machen. Da drücke ich einfach ein paar Mal und es wird leiser. Und das große Ohr logischerweise zum lauter machen. Möchte ich das aktuelle Lied etwas zurückspulen, dann muss ich meine Toni-Box einfach mal etwas auf die linke Seite kippen. Und zum Vorspulen müssen wir diese auf die rechte Seite kippen. Wenn du jetzt aber ein ganzes Lied bzw. auch ein Kapitel in einem Hörspiel zurückspringen möchtest, dann am besten einfach mal mit der rechten Handfläche etwas stärker gegen die Toni-Box klapsen und natürlich zum Vorspringen dann mit der linken Handfläche. Das waren eigentlich auch schon die gröbsten Einstellungen bei unserer Toni-Box. Falls du das Ganze noch etwas detaillierter haben möchtest, am besten mal in der App bzw. auch am PC auf deine entsprechende Toni-Box draufklicken. Da könnten wir zum Beispiel jetzt die maximale Lautstärke begrenzen oder auch bei den erweiterten Einstellungen auf Vor- und Zurückspulen klicken und dann einmal noch die entsprechende Richtung ändern. Ich möchte zum Beispiel, wenn ich rechts raufklapse auf die Box, dass es dann auch vorwärts springt, deswegen ich hier unten mal draufklicke und dann müssen wir unsere Toni-Box nämlich nur noch synchronisieren. Hierfür einfach mal den entsprechenden Toni wieder runternehmen, ein beliebiges Ohr für circa 3 Sekunden drücken und anhand des Tons und vor allem auch anhand der blauen LED-Leuchte können wir sofort erkennen, die Toni-Box wurde jetzt richtig synchronisiert und somit haben wir diese jetzt auch schon richtig bedient. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine neue Toni-Box, Kopfhörer, eine personalisierte Schutzfolie oder natürlich auch weitere Tonis zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.